Ja, zusammen und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Summer Rains of the Skies. Wenn ihr diese Aufnahme seht, heißt das, es klappt alles wunderbar. Kann ich das so anfangen? Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Summer Rains of the Skies. Und Dankeschön für die Hilfen, die mir in den letzten Aufklärungsvideo gestellt wurden. Und danke an den Big Boss Master Leiter Dragonfly Uno, der sich ebenfalls dazu geäußert hat. Einmal zum Kommentar mit Vivian. Hier ist nur ein Vivian, deswegen geht das mit dem Magnaien nicht. Des Weiteren wurde mir gesagt, ich sollte einmal mein Vati, oder Moment, erstmal, bevor wir überhaupt irgendwelche Theorien anstreben, ich habe ein bisschen gelevelt. Ein bisschen ist gut, Traunvogel hat nun Zeistrahl, den Opa Gangnam Style Strahl und unser Schaf hat sich zu Ampharos weiterentwickelt. Fukano hat auch eine weitere Attacke. Das war Risikotakel. Und alles andere hat sich nur in den Leveln was getan und in den Statistiken halt. Mir wurde gesagt, Ampharos soll, also sobald sich Vati zu Ampharos entwickelt, lernt es Donnerschlag und damit sollte ich eigentlich aufräumen können. Das nehme ich mal gegen das zweite Pokémon, weil es Eis war. Ich glaube, Donner war gegen Eis effektiv, hoffe ich. Damit sollte ich aufräumen können, wurde auf jeden Fall gesagt. Beziehungsweise, was der Big Boss Masterleiter Nomura Uno Dragonfly gesagt hat, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, ist, dass ich mit Biss eigentlich komplett aufräumen könnte. Deswegen habe ich Fukano auch ein bisschen gelevelt. Das waren, glaube ich, 9 Level oder so. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal in die Arena rein. In die Arena. Die Arena war natürlich unten. Ich habe mir überall irgendwann einen Schutz reingeworfen. Okay. Egal, gehen wir rein. Oh, warte. Das war rechts, oder? Das war irgendwie so eine ganz komische Abwechslung. Oh, okay, links. Ich weiß es. Ich bin einfach mal dran vorbeigelatscht. Kann sich nur um Stunden handeln. Stunden handeln. Kann sich nur um Stunden handeln? Entschuldigung, tut mir leid. Tut mir leid. Komm mal rein, Subiris. Dann können wir direkt unsere neuen Fähigkeiten testen. Ich gucke jetzt erstmal wegen unserem Opa Gangnam-Style-Strahl. Aber er hat keine Wirkung. Alles klar, gut, dann weiß ich Bescheid. Keine Psycho-Attacken. Das sollte ich mir mal irgendwo notieren. Nachdem ist auch eine nette Attacke. Pokémon. Ich sollte mit Ampharos aufräumen können. Jetzt ist kein Vati mehr. Es ist immer noch Satcha. Okay. Donnerschlag. Und es hat Baumwollsaat gelernt. Womit ich mich dann, glaube ich, healen kann. Danke für den Tipp. Danke. Er sagt doch, lol, du bist echt gut. Roffel hat lol gesagt. So, nachdem wir das jetzt geklärt haben. Und danke für den Tipp mit Ampharos. Jetzt bin ich ja wirklich ein bisschen so, oh, Donnerattacke gegen Geist. Klar, warum nicht? Bin in die falsche Richtung gelatscht. Teste das Ganze. Seit 22 Jahren trainiere ich Pokémon. Ich möchte gerne eine Kostprobe geben. Du müsstest aber theoretisch 1000 Level 100er Pokémon haben. Wenn er schon seit 22 Jahren Pokémon. Oder fängt er jetzt mal mit einer neuen Edition an? Das kann natürlich auch sein. Nebulak. Nee. Pokémon. Wir müssen gleich Ampharos erstmal einen Trank geben. Ich will mal Vati sagen. Ich bin vollkommen verwirrt. Es ist zwar 3:15 nachmittags, aber hey. Okay, 18 nach. Die 3 Minuten. Oh, wir halten einigermaßen was aus. Donnerschlag! In your face! Nice. Kann jetzt auch ein bisschen am Levelunterschied sein, aber... er hat nur noch die 3 Fragezeichen im Kopf. Die 3 Fragezeichen, weiter weiß ich nicht mehr. Gab's irgendwie mal... Nee. Ach, das, was ich im Kopf hatte, ist von TKKG. Ja, ist ja fast das Gleiche, habe ich alles damals gesehen. Links, 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 links. Dankeschön.
ach ja, wer kann sich noch daran erinnern, an die drei Fragezeichen und TKKG? Das sind doch schöne Zeiten gewesen. Ich spule das mal ein bisschen schneller vor gerade. Ich habe Amphoros nicht an erster Stelle. So, blablabla. So, jetzt geht's in den Kampf. Subiris! Trete deinem Schöpfer entgegen! Aber erst wollte ich nochmal mit Fukano gucken, ob der auch so Schaden macht. Ich will den Big Boss ja nicht enttäuschen. Aber ohne Scheiß, Dragonfly, wirklich super Arbeit, wenn du diesen Part siehst. Ich bin begeistert, ich könnte sowas nicht. Ich habe immer vor sowas größten Respekt. So, jetzt sei mal One-Hit hier. Ich sollte mit Biss aufräumen können. Okay, zwar nicht. Aber nicht so gut wie mit Donnerschlag, kommt mir gerade vor. Wahrscheinlich nicht unbedingt gegen Subiris, ne? Donnerschlag! Go, Bams! Bitch! So, Traunfugile hält ein paar Erfahrungspunkte. Schaf hält ein paar Erfahrungspunkte. Und Frostetje. Sieht aber so geil. Frostetje! Mache ihn fertig! Los, Wodgar-Attacke! Klar, greift als erstes an! Wo gibt's das denn? Donnerschlag! Bam! Okay, wir sollten... Nein! Ich hol auch gleich meine Tränke raus. Pass bloß auf. So. Donnerschlag! Zap! Bam! Hat sich voll gelohnt für dich, wa? Abgangsbund? Ey, ich habe keine Beleber dabei. Mach keinen Scheiß. Ey, mach keinen Scheiß, Junge. Mach keinen Scheiß. Nein! Ey! Das ist suboptimal. Ey! Das ist unfair. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal in die Arena rein. Aber erstmal Opa Gangnam Style. Nicht, weil es ein Psycho-Pokémon ist, ne? Egal, er macht mich sowieso One-Hit. Worüber mache ich mir eigentlich Gedanken, hä? Er macht mich sowieso immer One-Hit ab jetzt. Ich hasse diese Attacke. Komme ich jetzt nicht mal zum letzten Pokémon? Das ist so ein Scheiß. Steinhagel. Natürlich greift er als erstes an. Bin da nur 4 Level über die. Ich dürfte eigentlich eine höhere Initiative haben. Nein. Bin auf meine Windows-Taste gekommen mit dem Handy. Ah! Das war mein Spieleordner. Spiele-Sammel-Dings-Ordner. Okay. Das ist super optimal. Wie gesagt. Naja, machen wir nochmal unsere letzten Pokémon mal eben weg. Hier machen wir nochmal Doppelkick, obwohl das nichts bringen wird, weil er sowieso als erstes angreift. Was für eine hohe Initiative hat Gengar, bitteschön. Oh, guck mal. Es hat keine Wirkung. Geil. Flucht. Nicht, okay. Ach, wir haben Biss, guck mal. Hätte sogar was gebracht, glaube ich. Überlebt. Oh, komm, Biss, komm. One-Hit. Komm. Ohohohoho. Bam. Luck. Oh, so ein Luck, ohne Scheiß. Geil. Danke für die Tipps. Danke. Du hast das Licht in die Dunkelheit gebracht und mich wacker geschlagen. Das stimmt sogar mit Amphoros. Ich bin stolz, dass ich von einem Trainer wie dir besiegt worden bin. Als Sieg gebe ich dir den... Ich wollte gerade unoffiziell sagen, offiziellen Orden der Pokémon-Liga. Was? What? Wie den offiziellen Orden der Pokémon-Liga? What? What? Achso, übergib den Schattenorden. Okay, ich wollte gerade sagen, was? Offizieller Pokémon-Ordenliga? Was? Was? Hä? Das war doch nicht die Pokémon-Liga. Durch die Macht des Schattens. Oh, Nochmal. Durch die Macht des Schattenordens werden dir all deine Pokémon bis Level 30 gehorchen. Außerdem kannst du auch die Feuerblitze außerhalb eines Kampfes einsetzen. Ist das nicht praktisch? Und das ist für dich. Die TM 30. Und das ist der Spukball. Dann können wir andere zu Tode spukballen. Ist doch schon mal gut und ich frage mich jetzt, wie lange die Demo noch geht. Wahrscheinlich war das direkt vor dem Ende. Ich gehe da nicht komplett geradeaus, ihr könnt mich mal. Achso, die Fallen sind alle deaktiviert oder was?
Achso, die Fallen sind nun alle deaktiviert und ja, die Leute, die da unten noch sind, haben einfach mal Pech gehabt. Die müssen da jetzt warten, bis der nächste Spieler mit dem Spiel anfängt. Und ich habe gerade Haare im Mund. Moment. So. Machen wir das einmal so. Habe ich meine Haare nun unter das Headset geklemmt. Mir doch egal. B wollte ich drücken. Lol. Das Gebäude kenne ich gar nicht. Geh erstmal ins Pokémon Center. Pokémon Center. Wo bist du? Bei Sonnenlicht. Ich hab dich schon sehr vermisst. Ich spür das sogar super vor. So. Und nun können wir, glaube ich, nun weiter. Aber erstmal gucke ich da rechts in das Gebäude rein. Ich glaube, da war ich gar nicht drin, oder? Bin ich da so dran vorbeigelatscht? Oder war ich da drin und hab's nur vergessen? Nö, ich war hier gar nicht drin. Guten Tag. Du wirst erwartet. Okay. Hallo? Guten Tag, die Herren. Ach, der Prof. Der Prof, gucke mal. Wie habe ich dir doch gesprochen? Egal. Rompe, du bist also wie vereinbart hergekommen. Super. Jetzt setz dich hin und hör gut zu. Das ist nämlich die Ende der Demo und du hattest nur am Ende Schwierigkeiten. Yay. Also, ich habe eine Entdeckung in Riesenburg City gemacht. Ich weiß jedoch nicht, was ich davon halten soll. Wir haben beobachtet, wie aus einem Meteoriten ein Pokémon rausgekommen ist. Könntest du mir das Pokémon eventuell beschreiben? Mir kommt das ziemlich bekannt vor. Das Pokémon war rot. Es war sozusagen eine DNA. Jedoch ist der Aufbau dieser DNA bei diesem Pokémon anders als bei anderen. Das haben die Proben ergeben, die ich Professor I dann gegeben hatte. Das Ergebnis dieser Proben war alles andere als gut. Meine Befürchtungen sind also nicht unbegründet. Welche Befürchtung? Wovon sprichst du? Wenn ich recht haben sollte, wovon ich stark ausgehe, denn ich habe schließlich einen Professor, handelt es sich hier um das Weltall-Pokémon Deoxys. Dun, dun, dun. Jedoch ist dieses Pokémon vor vielen Jahren von einem Trainer bekämpft worden. Seit jeher wurde dieses Pokémon nicht gesehen. Anscheinend ist es wiedergekommen. Ich vermute, es will Rache. Ich habe Rauchen gelesen, warum auch immer. Aber die gute Nachricht ist, dass die Kraft von Deoxys noch wachsen muss. Es hat viel Kraft durch den Kampf damals verloren. Und diese Kräfte wieder zu bekommen, muss es kämpfen. Aha, es muss also, um zu kämpfen, seine Kraft durch Kämpfe gewinnen. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber gut, das hört sich alles schrecklich an. Wollen wir hoffen, dass es nicht gegen legendäre Pokémon kämpft. Ich wäre sehr froh, wenn ich mit deiner Unterstützung rechnen könnte. Sobald dir etwas auffällt, melde dich bei mir. Mich findest du wie gewohnt in Riesenburg City. Wie dem auch sei. Ich werde mich dann wieder an meine Arbeit setzen und weiter forschen. Wenn es etwas Neues gibt, melde ich mich.